Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Webinar der Asklepios Klinik Altona zum Thema Schluckstörungen und auch Dysphagie. Falls Sie jetzt enttäuscht sind, dass der Herr Dr. Koch nicht hier vor der Kamera sitzt, sondern ich, der lässt sich heute entschuldigen, der konnte leider nicht, deswegen übernehme ich heute diesen Vortrag. Mein Name ist Harald Pflege, ich bin auch einer der HNO-Ärzte hier in Altona und bitte Sie gleich zuvor, das fängt immer gut an, um so kleine technische Probleme zu entschuldigen. Man sieht leider bei den, Sie werden es gleich sehen, bei dem Vortrag ein paar Buchstaben nicht, weil das irgendwie schlecht abgeschnitten ist. Genau, aber Sie werden es trotzdem alles verstehen und ich werde es auch nochmal benennen, dass Sie auch wissen, wo wir uns befinden. Auch noch eine Sache, die ich wichtig finde. Ich gucke hier gerade in die Kamera und habe hier aber zu meiner Rechten meine Folien und ich hoffe, Sie entschuldigen, dass ich dann ab und zu mal auf meine Folien gucke, um dort zu sehen, wo ich gerade bin. Dann können wir starten. Genau, Schluckstörung, wie bleibt das Essen im Hals stecken? Das ist natürlich ein kleiner Aufhänger. Es geht jetzt nicht nur um Essen, was im Hals stecken bleibt, sondern allgemein um Schluckstörung. Ich würde Sie jetzt einmal in, genau, wir können eine Folie weitergehen, oder ich mache es selber, Entschuldigung. Jetzt sehen Sie schon, dass es da etwas abgeschnitten ist. Also ich wollte Ihnen einmal die Einteilung zu meinem Vortrag geben. Ich würde ein paar einleitende Worte finden wollen, dann die Grundlagen des Schluckens Ihnen einmal erklären. Die Klinik der Dysphagie, also was gibt es da für Probleme, dann die Diagnostik, wie kann man eben rausfinden, dass es da eben ein Problem mit dem Schlucken gibt und die Therapiemöglichkeiten, die es sich eben, die man so hat. Okay, zur Einleitung, die Schluckstörung, wie kann man die definieren? Das ist relativ, hört sich erstmal trivial an, aber es ist gar nicht so einfach, weil eine Schluckstörung natürlich sich aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten lässt. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man es so definiert, dass es eine zumeist schmerzlose Einschränkung der Nahrungsaufnahme und des Gerätentransportes von Nahrung ist. Sie werden jetzt denken, Moment mal, schmerzlos, warum kann die nicht schmerzhaft sein? Sie kann selbstverständlich auch schmerzhaft sein. Allerdings sind die meisten Schluckstörungen eine schmerzlose Problematik, und deswegen eben zumeist schmerzlos. Wichtig ist in der Medizin ja immer, wie häufig tritt irgendwas auf, wie wichtig ist das Thema. In dem Thema Schluckstörung ist es mit 5 Millionen Menschen in Deutschland, das ist natürlich so eine sehr grobe Zahl, eine sehr hohe Patientenzahl, die wir da haben. Das heißt, das Thema betrifft extrem viele Menschen. Und das Thema wird wahrscheinlich auch noch mehr Menschen betreffen in den nächsten Jahren. Sie kennen unsere Demografie in Deutschland. Wir werden, oder unsere Bevölkerung wird eher älter. Und es ist leider so, dass mit dem steigenden Alter die Schluckstörung auf jeden Fall zunimmt. Und da habe ich jetzt einfach mal so zwei Zahlen rausgenommen. Da könnte man jetzt ganz lange mit Zahlen spielen. Aber es ist ganz interessant, wenn man jetzt mal auf die Straße gehen würde und würde alle 60-Jährigen aus ihren Wohnungen, oder besser gesagt ab 60 und über 60, aus ihren Wohnungen locken und die alle einmal klinisch sich angucken, würde man bemerken, dass 14% dieser Patienten, ohne dass sie es wissen, eine Schluckstörung haben. Und wenn man in Pflegeheim oder Krankenhäuser gehen würde, wären es sogar 50% der Bewohner, die in einer gewissen klinisch relevanten Form eine Schluckstörung aufweisen. Und da will ich gleich vorweg drauf eingehen. Ich bin nun HNO-Arzt, deswegen gehe ich heute Abend bei diesem Vortrag primär auf die HNO ein. Ich hoffe, das verzeihen Sie mir. Ich muss aber zugeben, dass die HNO gar nicht die, ich sag mal, die Abteilung ist, die am meisten mit Patienten mit Schluckstörungen zu tun hat. Denn eigentlich sind es die Neurologen. Da sind nämlich 50% aller neurologischen Patienten. Es gibt sehr, sehr viele neurologische Krankheitsbilder. Und trotz allem sagt man, egal in welcher, was es für ein Krankheitsbild ist in der Neurologie, jeder zweite Patient hat dort mit einer Schluckstörung zu kämpfen. In Ordnung, das einmal zu den Zahlen. Dann kommen wir schon zu den Grundlagen des Schluckens. Da habe ich Ihnen hier einmal ein paar Bilder mitgebracht. Man sieht erstmal ganz grundlegend hier auf der rechten Seite, auf der Folie, einfach mal den Kopf von vorne, dass Sie so ein bisschen sich jetzt vor Augen führen können, wo das Ganze sich dann abspielt. Und man sieht dort den Kehlkopf mit dem Schildknorpel, das sieht man hier, das ist im Endeffekt der sogenannte Adamsapfel, der bei Männern ja recht prominent ist, bei mir vielleicht nicht so. Und
Genau, der ist einfach der Kehlkopf, der eine wichtige Rolle dabei spielt. Da komme ich später nochmal zu. Und hinter dem Kehlkopf, das kann man jetzt auf der linken Seite sehen, sieht man jetzt einfach einen Kopf, ich glaube, das erkennen Sie, einmal in der Mitte durchgeschnitten. Und dann sieht man, hinter dem Kehlkopf ist die Speise so nicht ganz perfekt hinter dem Kehlkopf, aber so, man kann sagen, dahinterliegend. Und Sie sehen, da gibt es einmal die Nasenhöhle und die Mundhöhle mit der Zunge und die Zähne und Lippen. Das sind alles wichtige Strukturen, die auch zum Schlucken mit dazugehören. Man braucht eben diese anatomischen Gegebenheiten, um einen vernünftigen Schluckakt zu bewerkstelligen. Und da ist auch mal auf, ich mache jetzt mal einige anatomische Strukturen, es gibt da natürlich noch ganz viele, aber den hinteren Bereich der Zunge möchte ich Ihnen noch einmal zeigen. Und dann gibt es hier die sogenannte Valleicula, quasi eine Schlucht. Ich würde es jetzt die ganze Zeit mal als Schlucht bezeichnen. Und einen Kehdeckel, das ist das hier oben, was ich hier gerade zeige. Und eben der Kehkopf ist eben in dem Bereich, sind die Stimmlippen. Und hier geht es runter in die Lungen. Ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie sehen, dass die Speiseröhre und die quasi der Kehlkopf in unmittelbaren Nähe liegen. Und das ist natürlich bei Schluckstörungen ein Problem, worauf ich aber noch eingehe. Und jetzt zeige ich Ihnen ein nächstes Bild. Und zwar hier sieht man mal ein Bild aus einem Anatomieatlas. Falls Mediziner unter uns sind, man muss jetzt keine Schweißausbrüche bekommen. Ich will jetzt nicht, dass wir die ganzen Muskeln nochmal durchgehen, aber Sie sehen vielleicht an der Seite, dass es wahnsinnig viele Muskeln dort gibt. Ich weiß nicht, ob Sie eine medizinische Vorbildung haben, aber ich finde es einfach wichtig, dass Sie verstehen, dass es ganz viele Muskeln gibt, die am Schluckakt beteiligt sind. Die Muskeln müssen innerviert werden, eben auch von dazugehörigen Nerven. Und das sind auch unterschiedliche Nerven. Und diese Nerven müssen eben ebenso funktionieren, sonst kann der Muskel sich nicht bewegen. Und wenn man so denkt, na Mensch, wenn es ein großer Muskelschlauch einfach von oben vom Mund bis runter in den Magen geht, was kann da schon schief gehen? So ist es eben nicht. Es sind da eben viele Parteien dran beteiligt, was das Ganze eben doch recht kompliziert macht. Okay. Dann will ich Ihnen, hier soll eigentlich stehen, Grundlagen des Schluckens. Ich sage es vielleicht noch einmal. Der Schluckakt, ganz allgemein nochmal wichtig, wofür dient der? Der ist, um, ich weiß, es ist sehr trivial, aber ich sage es trotzdem nochmal, die Nahrung vom Mund über den Schlund am Kehlkopf vorbei in die Speiseröhre zu befördern und durch die Speiseröhre einmal bis runter in den Magen zu bringen. Da geht es nicht nur um Essen und Trinken, sondern auch ganz wichtig eben auch Speichel, denn wir produzieren ja rund um die Uhr Speichel und der muss halt irgendwann abgeschluckt werden und das funktioniert ganz automatisch, man denkt gar nicht groß drüber nach. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, dass man am Tag ca. 1000 Mal schluckt, also was das für eine Zahl ist. Und ganz wichtig ist mir, dass Sie, und das glaube ich, können Sie sich vorstellen, dass es ein ganz essentieller Punkt in unserem Leben ist, dass es extrem wichtig ist für die Lebensqualität. Schlucken, da geht es jetzt nicht nur um abends mal lecker im Restaurant essen zu gehen, sondern es geht auch darum, dass der Speichel nicht aus dem Mund läuft und dass man gesellschaftsfähig ist und dass man sich ernähren kann natürlich auch. Das ist deswegen ein wichtigen Punkt, den man einfach im Hinterkopf behalten muss, dass es eben bei Patienten, die nicht schlucken können, dass es eben nicht nur ist, dass sie nicht essen können, sondern dass sie eben am normalen Leben nicht vernünftig teilnehmen können. In Ordnung. Dann habe ich hier die Phasen des Schluckaktes Ihnen mal aufgezeigt. Und das finde ich wichtig zu zeigen, um sich ein Bild zu machen, wie funktioniert überhaupt das Schlucken, weil dann kann man verstehen, wo auch vielleicht die Probleme beim Schlucken sind. Und zwar gibt es vier Phasen, kann man das einteilen. Einmal in die orale Vorbereitungsphase oder Kauphase. Ich nenne sie einfach mal erstmal alle, dann die orale Transportphase, dann gibt es eine pharyngeale Phase, wo es quasi weitergeleitet wird, der Bolus, und dann noch eine ösophageale Phase. Man würde hier hinten eigentlich noch den Bolus sehen, wie er jetzt die Speiseröhre runterflutscht. Bolus ist der Speisebrei und ösophageal bedeutet im Endeffekt also die Speiseröhre, das ist der Ösophagus im Lateinischen. Genau, und einmal darauf eingegangen, Sie sehen, es gibt die orale Vorbereitungsphase, das bedeutet, es geht los mit, Sie nehmen sich ein Brötchen und beißen davon ab und kauen das Brötchen. Das ist ganz individuell verschieden. Es gibt den einen, der hat wenig Zeit in seiner Pause und schlingt den Happen so runter. Und es gibt den anderen, der nimmt sich Zeit und kaut 30 Mal auf dem
Bissen rum. Deswegen ist es wichtig, dass die orale Vorbereitungsphase und Kauphase ganz individuell verschieden ist bei jedem Patienten. Jeder kann das machen, wie er es möchte. Er sollte nur so kauen, dass er es zumindest irgendwie geschluckt bekommt. Dann ist es willkürlich, wie lange sie kauen. So, also eine willkürliche Entscheidung. Die orale Transportphase, das bedeutet, sie haben so lange gekaut, dass sie sich selber denken, na Mensch, jetzt ist der Speisebrei aber weich genug, jetzt kann ich ihn runterschlucken. Und dann machen sie eine willkürliche Bewegung mit der Zunge. Das heißt, die Zunge bewegen sie so quasi einmal runter und wieder nach oben und transportieren damit durch eine quasi wellenartige Bewegung diesen Speisebrei in den hinteren Bereich des Mundes. Und das ist wichtig. Die ersten beiden Phasen, also orale Vorbereitungsphase und Transportphase, diese beiden Phasen sind willkürlich, die entscheiden Sie. Und jetzt kommt aber das Entscheidende, nämlich die pharyngeale Phase und die ösophageale Phase, also die Phase, die, wo der Speisebrei durch den Schlund geht und einmal in die Speiseröhre rein. Das sind Phasen, das sind Reflexe vom Körper. Und Reflexe sind einerseits total toll, weil wir damit im Endeffekt geboren werden und damit das nicht lernen müssen, sondern wir wissen einfach, wie wir essen und trinken können, schon als kleines Baby. Das Problem ist bloß dabei, einen Reflex kann man dann eben nicht so richtig gut trainieren oder kann man nicht beeinflussen. Mensch, irgendwie klappt es nicht so richtig, jetzt mache ich mal was anderes. Sondern wenn der Reflex nicht gut funktioniert, weil man zum Beispiel gewisse Nerven hat, die nicht funktionieren, weil man einen Schlaganfall hatte oder ähnliches, dann ist das ein Problem, was beim Schlucken sich extrem bemerkbar macht. Und darauf komme ich aber auch später noch, was man da tun kann. Genau, dann kommen wir zur Klinik der Dysphagie. Ich habe jetzt mal die Dysphagie-Einteilung nach Lokalisation gemacht. Wie gesagt, verzeihen Sie mir, dass es so abgeschnitten ist. Man sieht zumindest immer die wichtigsten Sachen. Also das sind die Symptome, die ich da drunter geschrieben habe. Hier steht eigentlich oropharyngeale Dysphagie, also quasi eine Schluckproblematik, die im Mund entsteht. Und es gibt nochmal die pharyngeal-ösophageale Dysphagie, also im Endeffekt im hinteren Bereich, quasi wenn das Schlucken dann, wenn es runterrutschen soll, dass es da eben eine Problematik gibt, zum Beispiel auch in der Speiseröhre. Und da sind jetzt mal ganz allgemein im Mundbereich, da geht schon los, dass ich finde es immer ganz nett, sowas mit Beispielen so ein bisschen zu schmücken. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Pflegepraktikanten, der jetzt beauftragt wird, mal in Zimmer 2 einer 82-jährigen Frau zu helfen beim Essen. Und er macht ihr das Leberwurst-Toast, schneidet ihr in kleine Stücke schon mal, weil sie vielleicht auch nicht mehr so richtig gut abbeißen kann, legt es ihr in den Mund und es fällt direkt wieder heraus. Und dann wird es wieder im Mund gelegt und es fällt wieder heraus. Und da geht es schon los. Das ist im Endeffekt auch schon eine Schluckstörung, weil es gar nicht nur, ob es hinten das Schlucken funktioniert, sondern es muss ja auch schon funktionieren, dass die Patientin es schafft, mit ihrer Zunge diese Nahrung überhaupt im Mund zu balancieren und zu den Zähnen zu bringen oder dort, wo es eben zerkleinert werden kann. Es muss funktionieren, dass dort eben dass der Transport eben vom vorderen Bereich des Mundes in den hinteren Bereich funktioniert. Es kann sein, dass einfach zu wenig Speichel vielleicht auch mal da ist und das Essen irgendwo ankleben bleibt und eben nicht weiter transportiert wird, dann kommt es häufig eben bei, können Sie sich vielleicht vorstellen, die ältere Dame hat es dann doch geschafft, isst dieses Stück Brot und muss danach ein bisschen husten oder räuspert sich oder ist danach so ein bisschen heiser. Das zeigt immer schon, irgendwas stimmt da nicht. Da steht Regurgitation, komischer Begriff, für Sie so als Erklärung. Es ist im Endeffekt ein Hochwürgen oder wieder Ausspucken von Nahrung. Das ist im Endeffekt, Sie sehen es ist sowohl in der Phase im Mund, aber auch im Hals, kann man Essen ausspucken. In diesem Falle jetzt hier in der Mundphase ist es im Endeffekt, dass die Patientin das irgendwie zerkaut hat, es nicht richtig hinten runtergeschluckt bekommt und dann irgendwann wieder nach vorne hustet und es ausspuckt und sagt, es geht nicht. So, und jetzt kommen wir überhaupt mal zu ösophagealen Dysphagie. Da sind es etwas andere Symptome. Das sind eher Patienten, die können jetzt oben normal essen und die Zunge bewegt sich und schlucken das nach hinten in den Rachen und haben dann aber im Nachhinein vielleicht mal Halsschmerzen oder es drückt in der Brust, geben an, hier irgendwie so hinter meinem Brustbein gibt es so Schmerzen oder auch ein brennendes Gefühl, haben dann eben so das Gefühl, als würde da Nahrung feststecken. Und haben häufig auch mal ein Globusgefühl. Globusgefühl habe ich jetzt hier dick markiert.
Das ist ein ganz häufiges Symptom, nicht nur bei Dysphagie. Das gibt es in ganz verschiedenen Lebenslagen. Dazu könnte man jetzt hier auch noch einen 3-stündigen Vortrag halten. Werde ich nicht tun, keine Angst. Aber um für Sie mal klarzumachen, Globusgefühl an sich ist ein wichtiger Punkt bei der Dysphagie, also bei der Schluckstörung, kann aber von ganz verschiedenen Sachen ausgelöst werden. Es kann mal sein, dass es Magensäure ist, die vom Magen hochgedrückt wird, weil vielleicht die Speiseröhre nicht mehr so ganz verschließt und oben was verätzt, und dann hat man eben einfach eine verätzte Schleimhaut und hat dann eben dieses Globusgefühl, also diesen Kloß, den man am Hals hat. Es kann mal sein, dass man ein Globusgefühl hat, wenn man einfach einen Tumor hat, also eine Raumforderung, die im Hals hinten wächst. Komme ich gleich nochmal zu, da sind wir wieder bei HNO unter anderem. Es kann aber auch mal sein, dass es überhaupt nichts gibt. Man findet da nichts und es fällt irgendwann auf, die Schilddrüse ist vergrößert und das macht einen Druck von außen. Also Sie sehen, zu Globus gibt es ganz verschiedene Varianten. Das muss man dann einfach individuell gucken, woher es kommt. Aber häufig kommt es eben bei Schluckstörungen, ist es mit vereint. Gehen wir weiter zur Klinik. Jetzt ist es mal, ich gebe zu, nochmal, ich weiß nicht, ob ihr immer vielleicht später eingeschaltet hat. Ich bin HNO-Arzt. Ich werde jetzt primär zu HNO-Krankheitsbildern berichten. Die Neurologie liegt mir nicht so. Und deswegen habe ich Ihnen jetzt hier mal ein paar Krankheitsbilder, die wir hier bei uns fotografiert haben, einmal mitgebracht. Und zwar sehen Sie hier zur linken Seite so eine Rötung. Damit Sie mal wissen, wo wir uns befinden, wir gucken jetzt gerade mit einem Endoskop oben auf den Kehlkopf. Hier hinten geht es quasi runter dann in die Lunge rein. Da sieht man so ein bisschen noch so die Knorpelstrukturen. Und da geht's rein. Und das hier oben ist der Kehldeckel. Das sieht man hier auch. Das ist beides ist quasi eine ähnliche Aufnahme. Also beides aus dem gleichen Winkel. Hier sieht man den Kehldeckel. Ne? Und hier im Endeffekt ist etwas mit dem Kehldeckel nicht in Ordnung. Und Sie sehen es jetzt schon ganz schön. Hier sind wir bei Schluckstörungen. Man sieht hier überall Speichel. Ich glaube, das können Sie gut erkennen. Da ist so schaumiges Sekret. Das zeigt schon, der Patient kann anscheinend nicht gut schlucken und sein Speichel nicht gut abschlucken. In diesem Fall ist es ein epiglottes Abszess. Abszess bedeutet, dass dort ein Eiterverhalt ist. Es kann durch Bakterien ausgelöst sein und der Patient kommt an und hat stärkste Halsschmerzen, kann nicht mehr schlucken. Im schlimmsten Falle ist der Abszess schon in so einem Ausmaße, dass auch die Atmung erschwert ist. Dagegen auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, sieht man den Kehldeckel, wo eine große Zyste einfach sich gebildet hat. Das kann bei jedem passieren, das ist nichts Bösartiges grundsätzlich. Und ja, bildet sich da über, ich sag mal, Wochen und Monate. Der Patient merkt erstmal gar nichts, merkt vielleicht irgendwann, wie hinten habe ich ein bisschen kloßiges Gefühl. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn es dieses Ausmaß angenommen hat, hier hat jemand wirklich so ein bisschen gezüchtet, dann können Sie sich vorstellen, der Kehldeckel ist, das sollte ich vielleicht mal grundsätzlich sagen, ist natürlich da, um den Kehlkopf zu verschließen. Und wenn das nicht mehr so richtig funktioniert, weil da eine riesengroße Zyste sitzt, dann kommt es eben auch mal dazu, dass Speichel zum Beispiel auch in den Kehlkopf läuft und dann hustet der Patient beim Essen und Trinken und verschluckt sich einfach häufiger. Deswegen kommt er dann zu uns. Vielleicht mal ganz allgemein nochmal, dass auf der linken Seite so ein Abszess, das ist eher eine Sache, die ganz schnell entsteht. Also die Patienten kommen an und haben diese Halsschmerzen meistens seit vielleicht einigen Tagen, manchmal bloß wenigen Stunden. Und es ist ein sehr akutes Krankheitsbild. So eine Zyste, die entsteht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist eher etwas, was über einen längeren Zeitraum entsteht. Dann kommen wir zu bösartigen Erkrankungen. Habe ich jetzt auch mal einfach zwei wichtige quasi Krankheitsbilder mitgebracht. Da geht es einmal auf dem linken Bild um ein Tonsillenkarzinom, also eine bösartige Erkrankung der Mandel. Und ich will Ihnen kurz erklären, wie wir gerade drauf gucken. Sie müssen sich vorstellen, der Patient liegt vor uns und hat den Mund geöffnet und hier ist die Zunge, ne, das sind die Lippen hier, wie man sieht, die Zähne sieht man auch. Und das hier ist das Gaumenzäpfchen. Also im Endeffekt, der Mund ist einmal umgedreht. So kann man das sich vorstellen. Und Sie sehen, ich glaube, das kann man auch als, ich sag mal, Laie erkennen, dass hier auf der linken Seite diese Tonsille ja sehr merkwürdig aussieht. Also auch einfach, man sieht, glaube ich, schon, dass es böse aussieht. Und das drückt schon richtig dieses Zäpfchen hier zur Seite. Und die Patienten kommen natürlich auch zu uns und haben häufig quasi haben mal lang geraucht oder rauchen auch immer noch oder trinken auch mal vermehrt Alkohol und kommen an und sagen, ja Mensch, irgendwie in letzter Zeit, es ging jetzt lange gut, aber irgendwie, ich habe jetzt doch vermehrt Schmerzen und das Schlucken funktioniert nicht mehr so richtig und irgendwie,
besonders größere Nahrungsbestandteile gehen nicht mehr so gut runter. Dann gucken wir rein und dann kann man da sehen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann auf dem rechten Bild, da sieht man einen Befund eines, ich habe es jetzt mal ganz grob, Larynxkarzinom, also ein Krebs des Kehlkopfes. In diesem Fall ist es jetzt eben von den Stellknorpeln am Kehlkopf, wo Sie hier vielleicht so ein bisschen sehen, dass hier so unebene Struktur ist. Das sieht anders aus als die Gegenseite. Hier sieht es schön glatt und feucht und so ein bisschen glänzend aus. Und hier sieht es so aus, als so mondlandschaftmäßig. Das ist immer ein komisches Zeichen und da muss man hinterher sein. Und wenn Sie jetzt kurz wundern, mache ich einen kleinen Exkurs noch, was hier für interessante Arme reingucken. Hier gibt es so eine Zange und hier gibt es so ein Schneidegerät im Endeffekt. Das haben wir gemacht, das Bild, weil wir da in diesem Falle, da ist immer schwer ranzukommen. Das ist hier unten am Kehlkopf, da kommt man mit, ich sag mal, einfachen Mitteln nicht ran. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Patient gut einstellbar ist, mit einem Laser zu arbeiten, aber wenn der Patient eben den Kopf vielleicht nicht so gut nach hinten bewegen kann, haben wir die Möglichkeit hier in unserem Haus eben mit einem Roboter auch um die Ecke eben das operieren zu können. Komme ich aber nachher nochmal ganz, ganz kurz, aber das ist ja heute nicht das primäre Thema. In Ordnung. Ein letztes Krankheitsbild will ich Ihnen noch zeigen von HNO-Seite aus. Und zwar geht es hier einmal um ein Divertikel. Divertikel ist im Endeffekt eine Ausstülpung von jetzt in dem Fall muskulären Strukturen. Das ist ein sogenanntes Zenker-Divertikel. Zenker-Divertikel entstehen an einem, ich sag mal, anatomisch von der Natur nicht so 100% guten Struktur oder nicht gut durchdachte Struktur, wo es einfach von Natur aus eine, ich sag mal, Schwachstelle der Muskulatur gibt, die wir alle haben. Heißt aber nicht, dass wir alle an diesem Krankheitsbild leiden, sondern es ist dann bei Patienten, die vielleicht, ich sag mal, ungünstige Voraussetzungen haben, vermehrten Druck, der von oben quasi herrscht oder vermehrter Druck, der in der Speiseröhre herrscht, dass sich dort eben dieser Muskel ausstülpt und dann kommt es eben zu diesem Sack, der da entsteht. Und diesen Sack, der macht Probleme, weil sie schlucken und Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt Brei durch einen Schlauch durchpressen und da gibt es einen Sack an diesem Schlauch, dann können Sie sich vorstellen, dass Sie natürlich da was reinpressen. Und dieser Sack hängt aber nach hinten runter und dadurch bleibt dieses Essen da einfach drin. Und ich habe ihn einmal, das war hier auf der rechten Seite, bevor es gleich losgeht, sieht man einmal schon mal zur Erklärung, ist es ein Röntgenbild, ich glaube, das erkennen Sie. Und hier oben sehen Sie vielleicht, hier ist der Unterkiefer, das ist quasi der Kopf und hier ist die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule. Hier sieht man noch so ein bisschen die Kehlkopfstrukturen. Und ich will Ihnen jetzt gleich einmal ein kurzes Video zeigen, wie ein Patient einen Breischluck, komme ich gleich auch nachher noch zu, ein röntgendichtes Material schluckt und man einmal sehen kann, wie dieser Sack dort entsteht. Jetzt kann das Video einmal abgespielt werden. Jetzt sehen Sie, wie der Patient das runterschluckt und Sie sehen jetzt hier, vielleicht, wir können es vielleicht nochmal einmal abspielen und ich mache gleich mal selber Pause von meiner Seite aus. Mache ich mal Pause. Jetzt sehen Sie hier, ich weiß nicht, ob Sie das so erkennen können, sieht man so einen Verhalt, so einen schwarzen Punkt, der da entsteht. Und das ist genau dieser Sack, den ich gerade beschrieben habe, dass der Speisebrei ist da einfach hängen geblieben und kann nicht weiter transportiert werden. In Ordnung, gehen wir wieder zurück das ist noch kurz darauf ein Problem, weil der Patient ankommt und sagt, Mensch, irgendwie, ich habe mal ein Kloßgefühl nach dem Essen, irgendwie ist es nicht gut. Und das ist ganz typisch, ich habe Ihnen vorhin von diesen Regurgitationen, also von Speisebrei, den man eben ausspuckt, also die ältere Dame, die den Bissen, den sie abbeißt, nicht richtig nach hinten bekommt und dann wieder ausspuckt. Das sind einmal aus dem Mundbereich. Es gibt aber eben auch diese herauswürgen von Essen kann eben auch bei diesem Zenker-Divertikel typisch sein. Das ist, ich sag mal, ein ganz klassisches Beispiel. Der Patient sitzt am Mittagstisch und isst sein Mittag und legt sich danach zu einem Nickerchen auf die Couch und wacht nach einer Stunde vielleicht schlafen auf und denkt so, oh, was ist jetzt? Und hat plötzlich Speisebrei im Mund. Klingt ganz eklig, aber es ist kein Erbrochenes, sondern es ist im Endeffekt dieser Speisebrei, der sich in diesem Sack gesammelt hat. Der wird quasi wieder hochgewirkt und den wirkt der Patient dann wieder raus. Und das ist natürlich äußerst unangenehm für die Patienten. Die haben starken Mundgeruch, können sich vorstellen, wenn da eben dieses Essen drin verweilt und
damit nichts passiert und dann anfängt vielleicht da so ein bisschen vor sich hin verdaut zu werden. Das ist sehr unangenehm. Komme ich aber dann später nochmal kurz drauf, weil sie vielleicht brennend daran interessiert sind, was man da machen kann. Gehen wir erstmal weiter zur Diagnostik. Ganz allgemein die Begriffe, die jetzt hier abgeschnitten sind, da geht es einmal um die Anamnese. Das wissen Sie vielleicht, der Begriff ist im Endeffekt einfach, dass man mit dem Patienten spricht, was hat er für ein Problem. Und es wird in eine klinische Untersuchung, ist natürlich auch sehr wichtig. Die Anamnese, ganz entscheidend. Sie wissen, dass wir Ärzte immer wahnsinnig viel Zeit haben, mit dem Patienten lange Gespräche über die Beschwerden im Krankenhaus zu führen. Aber doch ist es sehr wichtig und wir müssen erfahren, wie lange hat der Patient das schon? Das ist ein ganz entscheidender Faktor, wie lange das besteht. Sie können sich vielleicht vorstellen, der Patient, der vorhin ankam mit diesem Epiglottis Abszess, also am Kehdeckel, diese Eiterverhalt, der hat das ja ganz kurz. Ne? Das ist interessant, wenn er ankommt und sagt, ich habe jetzt seit 2 Tagen und ich kann jetzt nicht mehr schlucken und kriegt auch nicht mehr so gut Luft, dann weiß man schon alleine aus 2 Sätzen, die der Patient sagt, dass es sicherlich irgendwas hochakut Entzündliches ist und nicht eine Zyste, die jetzt über längere Zeit braucht, um so groß zu werden im Normalfall. Dann ist es ganz wichtig, was hat er sonst vielleicht für Grunderkrankungen? Gerade wenn man in die Schiene Neurologie guckt, gibt es vielleicht eine neurologische Grunderkrankung, ein Morbus Parkinson oder eine Myasthenia gravis oder amyotrophe Lateralsklerose ist auch ist ja so ein bisschen ins Gespräch gekommen in den letzten Jahren, weil es doch einige Patienten betrifft. Das sind dann neurologische Erkrankungen, die eben mit dem quasi das Nervensystem ist davon betroffen. Und wenn Sie die Patienten sagen, dass sie diese Probleme haben, dann kann es ja gut sein, dass quasi einfach die Muskeln nicht gut angesprochen werden und die Reflexe, von denen ich vorhin gesprochen habe, nicht mehr gut funktionieren. Dann ist es auch wichtig, hat der Patient vielleicht besonders am Morgen Beschwerden, ne? Gibt es ja irgendwie, dass er eben merkt, irgendwie auch ein saures Aufstoßen, das ist in Richtung Reflux, also bedeutet Magensäure, die eben aufsteigt, ob es da Probleme gibt oder gibt es Medikamente, die der Patient einnimmt, die vielleicht eine verminderte oder auch vermehrte Speichelproduktion dazu führen. Das sind alles wichtige Faktoren. Ganz wichtig dabei, finde ich, ist der Ernährungszustand des Patienten. Das ist ganz entscheidend. Auch daran können Sie schon sehr, sehr viel erkennen. Auch da würde ich Sie einmal kurz in ein klinisches Beispiel mitnehmen. Sie müssen sich vorstellen, es ist jetzt ein junger HNO-Arzt, der in der Notaufnahme sitzt und ihm kommt ein Patient entgegen und sagt, Mensch, ich habe seit 2 Tagen diese starken Schmerzen im Hals und mir tut das ja extrem weh und ich kann auch nicht mehr gut atmen. Dann wird der HNO-Arzt reingucken und wird womöglich diesen Abszessverhalt zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, es gibt natürlich noch 1000 andere Krankheitsbilder, die diese Symptome auslösen, aber eben bei diesem bakteriellen Infekt des Kehdeckels das erkennen. Das erkennt er aber am Patienten äußerlich nicht, weil der Patient selber hatte erst seit 2 Tagen diese Probleme. Ganz im Gegenteil zu einem Patienten, der zum Beispiel eine Raumforderung, also einen Krebs vielleicht im oberen Bereich oder wo auch immer der Speiseröhre entwickelt hat. Das sind häufig Patienten, die erkennt man schon, wenn sie reinkommen, weil das sind häufig sehr abgemagerte Patienten, weil die natürlich erst spät zum Arzt häufig gehen, weil die irgendwann merken, ja, die Bockwurst, die ich sonst mal so gern gegessen habe, die flutscht nicht mehr so richtig runter, aber die Spargelcremesuppe, die geht noch und dann ernähren die sich erstmal monatelang von der Spargelcremesuppe. Und das reicht natürlich aber nicht, um den Körper zu versorgen und kommen dann an mit 5 Hosengrößen weniger. Und da sehen Sie schon, wenn der Patient reinkommt, das ist ja, also der sieht so abgemagert aus, da ist irgendwie, das kann jetzt keine Sache sein, die erst seit 2 Tagen besteht. Genau, jetzt habe ich da ein bisschen festgesprochen, deswegen gehen wir zu klinischen Untersuchungen über. Ganz wichtig ist die Befunderhebung. Wir HNO-Ärzte, ich gehe wieder auf die HNO primär ein, wollen erstmal uns allgemein den Patienten angucken. Nachdem wir mit ihm gesprochen haben, was er Probleme hat, gucken wir uns grundsätzlich an, wie ist der Mund, wie ist die Mundöffnung, ist die Zungenbeweglichkeit in Ordnung, ist der Mund feucht oder ist der Mund sehr, sehr trocken. Patienten, die zum Beispiel eine Bestrahlung bekommen, sind die Speicheldrüsen kaputt und haben einen sehr trockenen Mund und ohne Speichel ist der Schlucken extrem erschwert. Sind einfach die anatomischen Strukturen, sind die so gegeben, dass das erstmal so funktioniert. Sie können sich vorstellen, wenn man in den Mund reinguckt, kann man bis zu einem gewissen Grad gucken, die Zunge, man kann hinten das Zäpfchen sehen,
auch nicht bei allen Patienten, aber so dass, bei den meisten Patienten sieht man das Zäpfchen und auch die Mandeln mit einem Mundspatel, wenn man das noch ein bisschen nachhilft, dann sieht man das eigentlich bei jedem, kann man das beurteilen. Ein ganz wichtiger Faktor aber bei einer Schluckstörung ist eigentlich dann die Strukturen, die dahinter kommen. Das ist dann diese Schlucht, habe ich sie, glaube ich, vorhin genannt, quasi der Bereich der hinteren Zunge, wo es dann runter zum Kehdeckel geht und weiter der ganze Kehlkopf und dann hinterm Kehlkopf eben, wo es dann in die Speiseröhre reingeht. Das sind ja ganz wichtige Strukturen, die wir uns eben auch angucken müssen. Und da haben wir eine sehr tolle Möglichkeit. Da haben wir so ein flexibles Endoskop. Das ist quasi ein ganz dünnes Gerät, mit dem wir durch die Nase einmal in den Nasenrachen das einführen können und quasi den ganzen hinteren Bereich einmal spiegeln können. Das ist, ich sag mal, einer der wenigen positiven Faktoren, die uns Corona gebracht hat, ist im Endeffekt ähnlich oder zu vergleichen mit einem Nasenrachenabstrich. Also wenn man durch die Nase geht mit so einem Stäbchen, wenn das mal bei Ihnen ordentlich gemacht wurde, dann wissen Sie ungefähr, so fühlt sich dann so ein Endoskop an. Ist auch nicht viel dicker als so ein Abstrich. Und das ist etwas, was ganz gut ist, weil die Patienten dadurch jetzt eigentlich viel besser damit umgehen können, als vielleicht noch vor Corona, wo sie noch nie was in die Nase gesteckt bekommen haben. Sie sehen hier einmal den, der eigentlich hier heute sitzen sollte, den leitenden Oberarzt von uns, Dr. Koch, der hat hier einmal so ein Endoskop, das liegt hier hinten. Das ist jetzt aber, muss man sagen, ein Hightech-Endoskop mit einem hochauflösenden Bildschirm mit dran. Das ist nicht immer gegeben, da haben wir jetzt zwei Stück von. Das ist jetzt im Endeffekt, um auch dem Patienten mal zeigen zu können, was er dort hat. Wenn es dort zum Beispiel einen Befund gibt, der komisch aussieht, kann man das direkt dem Patienten mal zeigen nach der Untersuchung. Hier sehen Sie mal, so sieht das aus. Oder wenn Herr Koch einen Patienten untersucht hat, hier hat er gerade jetzt einen Patienten untersucht, zeigt gerade, was wo ist. Und beim nächsten Mal ist er nicht da, so wie heute, und der Patient ist aber da und ich untersuche ihn, dann kann ich mir die Bilder da eben angucken und kann das vergleichen. Das ist aber auch nicht immer der Fall, das ist jetzt eine Ausnahmesituation. Ansonsten haben wir eben Endoskope, wo wir einfach mit dem Auge durchgucken und können uns dann eben den ganzen hinteren Bereich der Zunge, des Zungengrundes, das ist quasi der hinterste Bereich der Zunge, dann diese Schlucht, wo es dann quasi zum Kehdeckel geht, können wir uns angucken. Und wir können den ganzen Kehlkopfbereich eben angucken, können sehen, wie die Stimmlippen sich bewegen, wie die Stimmlippen aussehen, ob da irgendwelche Verdickungen sind oder wenn die Patienten zum Beispiel auch rauchen, kommt es da mal zu Verdickungen, die eben auch mal ein Globusgefühl, da sind wir wieder, verursachen. Genau, jetzt aber kommt es noch weiter. Mit diesem Endoskop denkt man ja, Mensch, mit dem kann man ja schon alles tun. So ist es nicht. Mit dem kann man sehr, sehr viel sich schon angucken. Aber nehmen wir einen Patienten, der aufsteigende Magensäure hat, da gibt es viele draußen, die steigt hoch und macht ihm diese Probleme und verätzt ihm aber auch die Schleimhaut, auch im oberen Bereich des Halses. Da kommt es dann zu einer Schleimhautvergrößerung. Und dann kommen wir so ein bisschen an die Grenzen mit unserem flexiblen Endoskop, weil dann ist da hinten womöglich das Gewebe so aufgeworfen und lässt sich der ganze Bereich da nicht so gut einsehen, dass wir eben doch uns das genauer angucken müssen. Und das geht dann eben nur in einer kurzen Narkose. Das heißt, der Patient wird dann eben in einer kurzen Narkose auf dem OP-Tisch endoskopiert. Das nennt man in der HNO eben Panendoskopie. Pan ist im Endeffekt ein allgemeines Wort, einfach, dass man alle Bereiche sich anguckt, also alle Öffnungen, die jetzt eben vom Mundbereich aus zu erreichen sind, in unserem Fall. Dazu gehört die Speiseröhre, der Kehlkopf, die Luftröhre, der ganze Mundbereich, der Nasenrachen. Also wir können uns da alles einmal angucken. Das ist ganz gut, weil wir natürlich in dieser Untersuchung auch Proben nehmen können, was für uns ganz essentiell ist, weil man manchmal es nicht nur mit bloßem Auge erkennen kann und muss sonst einfach die Kollegen der Pathologie sich dazu holen, die einem im Endeffekt sagen können, ob das Gewebe, was man da vielleicht erstmal gar nicht so dramatisch aussehen findet, dass da vielleicht doch irgendwas anderes dahinter steckt. Ein Nachteil hat die Panendoskopie. Man kann jetzt auch nicht sagen, man kann alles andere weglassen, macht jetzt einfach immer Panendoskopien, weil natürlich der Patient dabei schläft und der kann einem nicht helfen dabei, wie zum Beispiel eben mal die Stimme, also quasi ein Laut von sich geben, dass die Stimmlippen sich bewegen. Also das heißt, diese Beweglichkeit der Stimmlippen ist da nicht gut oder eigentlich nicht zu beurteilen. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Genau, ist aber bei uns ein ganz wichtiges diagnostisches Werkzeug und machen wir hier regelhaft ja, jeden Tag mehrfach und ist so komplikationsarm, dass wir bis ins hohe Alter das ohne Probleme machen können und genau, das einfach nicht wegzudenken ist in unserem Alltag. Dann gibt es apparative Verfahren,
Da gibt es ganz, ganz viele. Ich habe jetzt mal Ihnen einfach drei mitgebracht. Eins davon haben Sie sogar schon gesehen. Ich will aber erstmal auf die FEES, heißt es, F-E-E-S. Ich habe jetzt, weil der Begriff sowas von dermaßen lang ist, habe ich ihn jetzt gar nicht erst hingeschrieben. Ich will ihn trotzdem einmal nennen. Das ist eine fiberoptische Endoskopie und Evaluation des Schluckaktes. Und das ist im Endeffekt ähnlich wie diese flexible Endoskopie, die ich Ihnen gerade erzählt habe, funktioniert, dass man eben endoskopiert und dabei aber eben den Patienten noch schlucken lassen kann und dabei eine Untersuchung macht. Komme ich aber gleich zu, da habe ich sogar schöne Videos noch für Sie mitgebracht. Diesen Röntgenbreischluck ist das, was ich Ihnen gerade gezeigt hatte. Das wurde hier gerade einmal eingespielt. Das war das bei diesem Zenker-Divertikel, dass man von außen einmal den ganzen Schluckakt wirklich von oben vom Mund, kann man mit keiner anderen Untersuchung, jetzt also mit der FEES geht es nicht, das ist eher im oberen Bereich, mit dem Röntgenbreischluck kann man wirklich vom Mund bis runter eigentlich zum Mageneingang, kann man da eben die Weiterleitung des Speisebreis eben verfolgen. Und dann gibt es die Manometrie, da ist leider das M vorne abgeschnitten. Eine Manometrie ist im Endeffekt eine Druckmessung, kann man sagen. Und da geht es darum, eher im Bereich der Speiseröhre, wenn es dort vielleicht die Weiterleitung des Nahrungsbolus nicht so gut funktioniert, dass man dort im Endeffekt an Drücken, die man da messen kann, sehen kann, ob es vielleicht eine muskuläre Problematik gibt, dass diese Peristaltik, also eine Bewegung, wellenförmige Bewegung, eben vom oberen Bereich eben bis runter in den Magen, so wird es danach quasi transportiert, dass es dort eben zu nicht diesen Druckverhältnissen kommt, wie sie eigentlich sein sollten. Genau. Ich glaube, das sollte dazu reichen. Und dann ist ganz wichtig, will ich hervorheben, überhaupt eine ganz wichtige Instanz, besonders in unserem Haus, sind die Logopädinnen und Logopäden. Haben wir hier eine sehr gute Abteilung bei uns im Haus. Das sind im Endeffekt dann die Kolleginnen, die sich dann eben mit den Patienten beschäftigen und diese FEES, von der ich gerade gesprochen habe, diese Schluckuntersuchung durchführen. Weil ich muss zugeben, wir Ärzte machen das auch ab und zu mal, aber den absoluten Hauptteil dieser Schluckuntersuchung machen bei uns im Haus die Logopädinnen und machen das auch sehr gut. Und da will ich Ihnen jetzt mal zwei Videos, haben Sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, zeigen. Vielleicht vorab, ganz kurz, bevor wir sie zeigen, ich zeige Ihnen gleich zwei Videos. Eigentlich wären sie quasi auf den, ich glaube, ich gucke mal kurz, ob die Folie drin wäre. Genau, ich zeige Ihnen hier auf der Folie, das ist doch super. Hier wären sie sonst gewesen, wir mussten sie einmal auslagern. Deswegen, genau. Was ich vorab einmal sagen möchte, Sie sehen einfach, dass Sie wissen, was wir uns da angucken. Nochmal, man geht mit einem Endoskop durch die Nase, Sie erinnern sich vorhin, es geht oben durch die Nase und dann können wir mit der Kamera runter einfach auf den hinteren Bereich der Zunge, das ist das hier, der Zungengrund. Das hier ist diese Schlucht, von der ich gesprochen habe, nennt man Valecula auf schlau und das ist der Kehdeckel. Und der, genau, dieser Kehdeckel schließt ja dann diesen Kehkopf eben ab. Hier hinten sieht man noch ein ganz kleines bisschen, wie es dort in den Kehkopf hineingeht. Also hier, da wo es so dunkel wird, da geht es in den Kehkopf rein. Und erst dahinter quasi geht es in die Speiseröhre. Das ist ganz wichtig, finde ich, jetzt einmal zu wissen. Und jetzt kommt ein auch entscheidende Information nochmal für Sie. Ich hatte unsere Logopäden gebeten, mir einen Befund zu zeigen. Ich finde es immer wichtig, dass man weiß, wie sollte es eigentlich aussehen. Also einen gesunden Befund und einen krankhaften Befund. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, in einem Krankenhaus, wo hier dauernd Patienten gespiegelt werden, es gibt quasi eigentlich keine gesunden Befunde. Und wir haben es auch nicht mehr geschafft, dass die mal mich spiegeln. Also habe ich Ihnen jetzt aber trotzdem, das ist eigentlich ganz toll und zeugt dann auch so ein bisschen für die gute Arbeit von unseren Logopäden, einmal einen kranken Patienten, das wird gleich das erste Video sein, von einem kranken Patienten, aber eine wahnsinnig gut, die haben lange mit dem Patienten geübt und da werden Sie gleich sehen, wie das Schlucken bei diesem Patienten schon gut funktioniert und danach zeige ich Ihnen nochmal, wie es nicht gut funktioniert. Vielleicht starten wir mal mit dem ersten Video. Genau. In dem Video, ich spreche mal dazu, sehen Sie jetzt, es bewegt sich alles so ein bisschen und Sie sehen, jetzt kommt der Speichel reingeflossen und er hat gerade was in den Mund bekommen und kaut und kaut und kaut. Sie sehen, es bewegt sich alles beim Kauen und Sie werden gleich sehen, gleich kommt so eine wellenförmige Bewegung, dann sieht man auch kurz mal, jetzt kommt es langsam schon hinten an und jetzt kommt so eine Bewegung, dann geht es an die Kamera so ein bisschen gegen und jetzt sehen Sie schon, wie der Speisebrei an dem Kehdeckel gerade festgeklebt ist. Und Sie sehen ganz toll, der Patient hat es geschafft jetzt, ich glaube, es war ein neurologischer Patient, dass er mit, ich sag mal, bei Ihnen und bei mir wäre es vielleicht mit einem Schluck
wäre das dann weg gewesen. Bei diesem Patienten, der hatte jetzt halt 2 oder 3 Schlücke gebraucht, aber hat es geschafft. Sie sehen, es ist komplett frei. Da ist nichts weiter zu sehen. Kurz, ich denke, man sieht es jetzt auch hoffentlich noch, wenn das Video gerade angehalten ist. Man sieht diesen Speisebrei, der ist ja quasi hängen geblieben und dann beim nächsten Schlucken ist der über den Kehdeckel einmal in die Speiseröhre reingeflutscht. Ich glaube, das war, vielleicht machen wir noch, wir machen es noch einmal. Wir spielen es nochmal ab, dass sie sich nochmal ohne mein Dazusprechen vielleicht noch einmal sehen, wie es funktioniert. Kauen, kauen, kauen. Und jetzt. Da hängt es. Und da ist es weg. Das ist doch super. Gutes Ergebnis. Kann man wirklich nur sagen. Wahnsinn, der Patient hat vorher Aspirin, konnte kaum schlucken. Super. Jetzt zeige ich Ihnen mal einen Patient, der, das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein neurologischer Patient. Jetzt gleich das nächste Video, was Ihnen jetzt gleich präsentiert wird. Das ist ein Patient, der bei uns aus dem HNO-Bereich war, soweit ich mich erinnere. Das ist ein Patient, der jetzt gerade erst anfängt mit den Logopäden. Und da wird im Endeffekt als vorher schon mal so eine kleine Einleitung. Sie werden sich gleich wundern. Sie sehen ein ähnliches Bild, wie es jetzt war. Das Bild ist, glaube ich, so ein kleines bisschen dunkler, aber Sie werden es erkennen. Und Sie sehen gleich, so überall ist so ein bisschen wie so blaue Grütze, die da steht. Kurz als Erklärung, was es ist. Wir wollen bei einer Schluckuntersuchung natürlich sehen, wie funktioniert das, wie schafft der Patient das. Man glaubt immer, Flüssigkeiten wären so einfach zu schlucken, ist es häufig nicht, sondern es sind eher so etwas angedickte Flüssigkeiten. Also holen die Logopäden sich ein Glas Wasser, dicken das mit einem Pulver, ähnlich wie Stärke, an, dass es etwas dickflüssiger ist und geben dann eine Lebensmittelfarbe dazu. Einfach, das ist hier in dem Falle immer eine blaue Farbe, wenn man das einfach gut sehen kann. Und genau, wir spielen das einfach mal ab. Vielleicht, genau. Sieht man das? Sie sehen gleich, da schimmert es überall bläulich. Falls Sie sich wundern, was ist da oben? Da ist noch eine Magensonde, die mit einliegt. Das ist dann noch ein bisschen störend. Aber genau, jetzt sehen Sie, da hinten ist überall so ein blauer Schleim, der da ist, der auch oben so ein bisschen auf dem Kehldeckel drauf ist. Und jetzt sieht man vielleicht ganz schnell, müssen Sie, sieht man hier vielleicht oben jetzt, wie es da gerade ist, ist quasi wie eine, steht überall dieser Speichel, dieser blaue. Und man hat gerade gesehen, wie dieser Speichel so langsam sich in Richtung dahin bewegt, wo es überhaupt nicht sein soll, nämlich in Richtung Kehlkopf und dann eben in die Luftröhre rein. Und das sollte auf keinen Fall sein. Und man sieht aber, dass dieser Speichel gerade in die Richtung geht und es sofort zu einem, genau, wir spielen es nochmal ab, super, sofort zu einem Hustenreiz beim Patienten kommt, was ganz wichtig ist, weil dieser Hustenreiz ist essentiell auch für Sie und für alle Menschen, dass man im Endeffekt nichts in die Lunge bekommt. Sie haben es vielleicht schon mal erlebt. Jetzt gleich sieht man es nochmal. Das geht sofort los, der Husten. Deswegen sieht man es nur ganz, ganz kurz. Und genau, dann sieht man richtig, wie es einem entgegenkommt. Und Sie sehen, das sieht nicht so aus wie eben. Da steht überall Schleim, so sollte es nicht sein. Ne? Genau, dann können wir wieder zurück zur Präsentation gehen. Ich glaube, das war eine gute, haben Sie, glaube ich, mal ein Bild bekommen, wie so eine Schluckuntersuchung funktioniert. Genau, und was gibt es da jetzt für Therapiemöglichkeiten? Ganz allgemein, ich gehe jetzt wieder nochmal als Erinnerung als HNO-Arzt vor. Deswegen habe ich das jetzt so eingeteilt in operatives Vorgehen. Ist bei uns natürlich ein ganz wichtiger Faktor in unserem Fachbereich. Wir sind ein kleinchirurgisches Fach. Wir müssen eben auch ab und zu Tumoren operieren und die, man sieht hier nochmal das Bild von vorhin, also dieses zum Beispiel, wenn jetzt jemand ankommt und hat eben eine bösartige Erkrankung womöglich im Kehlkopfbereich, dann würden wir das eben wegoperieren, weil das kann man nicht medikamentös behandeln, das muss man dann operieren, natürlich erst nach einem Beschluss in einer Tumorkonferenz und ob das auch alles so auch quasi von Erfolg gekrönt sein wird. Das wird vorher quasi überlegt und dann gemeinsam entschieden. Und man sieht hier auf diesem Bild noch als ganz kurzen Exkurs und natürlich auch vielleicht kleine Werbeeinlage unseren Da Vinci-Roboter hier im Haus, mit dem wir im Endeffekt solche Tumoren operieren können. Da gibt es äußerst wenig Zentren in Deutschland. Da sind wir schon ein besonderes Haus. Genau, das ist im Endeffekt, also einerseits operative Vorgehen, da geht es einmal um den Abszess, weil ich vorhin erzählt habe, so ein Eiterverhalt zum Beispiel, der irgendwo im Rachenbereich sein kann, den man dann zügig operieren muss oder eben auch mal eine Zyste, die man entlastet. Wie gesagt, die
Krebserkrankungen, die noch operabel sind, die kann man dann operieren. Und nochmal auf dieses Zenker-Divertikel zurückzukommen, das ist jetzt im Endeffekt, ich hatte Ihnen versprochen vorhin, dass ich Ihnen nochmal erzähle, wie man das behandeln kann oder wie man das therapieren kann. Das ist eine total, ja, eigentlich muss man sagen, eine Revolution gewesen mal in unserem Fachbereich. Das ist weit vor meiner Zeit, zugegebenermaßen. Aber früher musste man dieses Divertikel, also diese Aussackung von außen operieren. Das bedeutet, man musste den Hals groß aufschneiden. Sie können sich es vielleicht vorstellen, um hier mittig ranzukommen, muss man den Hals von einer Seite aufmachen und muss sich dann eben einmal auf den Befund vorpräparieren. Und ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, da kommen ganz viele große Gefäße, Nerven, da kann viel Kollateralschaden entstehen. Und das war damit eine Operation, die ein hohes Risiko für den Patienten bedeutet hat und auch einfach mit Komplikationen einhergegangen ist. Und seitdem es die Laserchirurgie gibt, die gibt es schon seit einigen Jahrzehnten, kann man heutzutage das sehr, sehr gut im Endeffekt mit einem Laser therapieren. Sie können sich vorstellen, der Patient legt sich hin, man stellt im Endeffekt, der überstreckt seinen Kopf nach hinten, man würde ein Metallrohr vorschieben, könnte sich diesen Befund einstellen, also genau dort, wo diese Aussackung besteht. Und man würde im Endeffekt, Sie haben vielleicht vorhin noch dieses Bild, es ist im Endeffekt ein Sack und dann gibt es eine Schwelle, wo es eben in dem Sack bleibt hängen und dann, wo es eigentlich runter in die Speiseröhre gehen sollte. Und diese Schwelle ist eigentlich das Hauptproblem. Dieser Sack an sich macht keine großen Probleme, sondern diese Schwelle ist das Problem, weil dort eben der Speisebrei zurückgehalten wird. Und man kann mit dem Laser kann man im Endeffekt diese Schwellendurchtrennung machen. Das heißt, man schneidet die Schwelle, lasert die im Endeffekt weg, sodass das Gewebe sich etwas eröffnet. Und dann kann beim normalen Schluckakt der Speisebrei einfach, wenn er in diesen Sack noch reingeht, im Endeffekt einfach durch diese erweiterte Schwelle einfach abfließen. Und der Patient hat kein Globusgefühl mehr, hat schlagartig häufig keine Beschwerden mehr. Und das Risiko bei diesem Eingriff ist sehr gering. Man muss sagen, das sollte man schon in einem Zentrum machen, wo bekannt ist, wie man das macht und wo man das häufig macht. Wir zum Beispiel machen das regelhaft hier bei uns und haben da sehr gute Ergebnisse. Und so die allgemein, das ist jetzt allgemein gesehen, sagt man, dass von, ich sag mal, 90% der Patienten, also 9 von 10 Patienten, da komplikationslos rausgehen und die Operation wirklich sehr einfach und gut zu machen ist. Kurz als vielleicht nochmal einen kleinen, falls Sie das interessiert, wenn man sowas operiert, muss man natürlich, Sie können sich vorstellen, da geht ja dann weiter Speichel und Essen dran vorbei an dieser Stelle, wenn man es gerade operiert hat, so frisch, muss der Patient natürlich trotzdem ein paar Tage hier liegen, der kriegt eine Magensonde gelegt und muss erstmal etwas über eine Magensonde ernährt werden, damit das Gewebe sich etwas erholen kann. Den Muskel, den man da so ein bisschen aufgeschnitten hat. Okay, ganz allgemein nochmal ganz wichtig, das sind jetzt, ich habe jetzt gerade über Tumorerkrankungen, über dieses Zenker-Divertikel, ist jetzt ein sehr spezielles Krankheitsbild gesprochen. Das sind jetzt einfach, fand ich, so die wichtigsten und vielleicht so für Sie die anschaulichsten Krankheitsbilder. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Krankheitsbilder. Das würde aber den Rahmen hier sprengen. Ich habe mich jetzt einfach mal auf diese beschränkt. Dann gibt es natürlich das konservative Vorgehen auch noch, das ist jetzt nicht operativ oder konservativ, ganz im Gegenteil. Die konservative Therapie kommt auch häufig nach der operativen, dass man eben mit einem Schlucktraining beginnt, weil das Schlucken kann eingeschränkt sein durch einen Tumor, der natürlich im Hals gewachsen ist. Und wenn man den rausschneidet, ist das Schlucken natürlich nicht sofort wiederhergestellt, sondern dann muss das eben mit den neuen anatomischen Strukturen, das ist ja plötzlich was weg, muss dann das Schlucken wieder trainiert werden. Und das funktioniert dann im Endeffekt auch über unsere erfahrenen Logopädinnen und Logopäden hier im Haus, die im Endeffekt dann eben dieses Schlucktraining bestreiten mit dem Patienten. Und es gibt auch medikamentöse Therapien, dass zum Beispiel Patienten, die eine Mundtrockenheit haben, da kann man eben Medikamente geben, die eben eine Speichelproduktion eben anregen oder die vielleicht auch zu viel Speichel produzieren. Das kann auch ein Problem sein, die sich dann eher daran auch mal verschlucken. Kann man das auch quasi lösen, indem man mit speichelhemmenden Pflastern, die man aufklebt oder auch mit Botox-Injektionen, das kennen Sie vielleicht nur aus den
aus der Klatschpresse, aber das ist in der Medizin kaum mehr wegzudenken in der heutigen Zeit. Einfach auch, dass man die Speicheldrüsen damit im Endeffekt lähmen kann, dass dort nicht mehr so viel Speichel produziert wird. Jetzt einfach als einzelne Beispiele. Und dann ist noch ganz wichtig die Klärung der Ernährungssituation. Ich bin jetzt schon relativ weit, ich bin jetzt schon fast ein bisschen über die Zeit, deswegen gehe ich da jetzt vielleicht ein bisschen kürzer drauf ein. Ich hoffe, Sie gestatten mir das noch. Die Ernährungssituation ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, deswegen will ich jetzt nicht komplett drüber springen. Ich habe Ihnen hier mal so drei Kernfragen, die man sich selber als Arzt vorher stellen sollte, mitgebracht, die Sie sich oder man sich selber als Arzt stellen sollte. Man sollte gucken, wie ist die aktuelle Ernährungssituation? Da bin ich vorhin schon mal eingegangen. Ist der Patient total abgemagert, weil er vielleicht lange gewartet hat und die Suppe geschlürft hat und nichts anderes mehr essen konnte? Oder ist der Patient wegen einer Entzündung im Hals, vielleicht erst seit 2 Tagen kann er nicht richtig schlucken, dann ist die Ernährungssituation wahrscheinlich nicht so das große Problem. Dann sollte man unbedingt klären, wie groß das tägliche Flüssigkeits-, Energie- und Proteindefizit ist von dem Patienten. Nicht jeder braucht das Gleiche. Es gibt den jungen sportlichen Mann, der vielleicht ein Schluckproblem hat und wo man überlegen muss, was man dem vielleicht auch als Sondenkost mal geben muss. Der braucht natürlich ein viel höheres er hat einen viel höheren Energiebedarf als eben vielleicht die vorhin angesprochene ältere Dame, die primär im Bett liegt und da muss man jetzt nicht so hochkalorisch Ernährung zuführen. Und ganz wichtig ist auch noch die Nahrungskonsistenz. Nämlich man will unbedingt, das ist in der Medizin immer ganz wichtig, man will unbedingt, dass der Patient auf physiologischer Weise, also normal alles, was geht, eben schlucken kann. Und da sollte man sich klar machen, was kann der Patient denn schlucken? Und wenn der Patient sagt, naja gut, okay, ganz große Sachen gehen gerade nicht so richtig oder krümelige Sachen, aber ich kann ganz gut, ich sag mal, breiige oder auch flüssige Sachen schlucken, dann kann man zum Beispiel auch mit hochkalorischen Drinks, so wir nennen es Astronautenkost, im Endeffekt schon mit 3 kleinen Drinks schon einen guten Energiebedarf eines Erwachsenen stellen und der Patient muss nicht zwangsläufig irgendwie über die Vene, machen wir ganz selten, aber gibt es auch mal den Fall, über die Vene ernährt werden oder eine Magensonde gelegt bekommen, zwangsläufig. Und dann ist es eben wichtig, um die Nahrungskonsistenz, also was kann der Patient essen und was vielleicht nicht? Oder auch im Laufe einer Tumorerkrankung oder eines Schlucktrainings will man natürlich gucken oder wollen die Logopäden sehen, was kann ich dem Patienten jetzt geben? Was kann er schlucken? Was kann er vielleicht nicht schlucken? Gibt es im Endeffekt ein Stufenmodell, was sich so durchgesetzt hat? Da geht Stufe 1 bis 4. Ganz schnell gesagt, es ist einfach von ganz breiiger Kost, fast in Richtung so dickflüssig zu weich püriert mit so vielleicht kleinen Stückchen schon drin, in Übergangskost, wo so, ich sag mal, relativ normale Nahrung zu sich genommen werden kann, bis zur 4. Stufe. Das ist fast normale Kost. Es wird so ein bisschen darauf geachtet, dass gewisse Sachen nicht gegessen werden, wie so ganz krümelige Sachen sind immer schwer zu schlucken. Das kennen Sie vielleicht, wenn man mal eine Möhre isst. Ich glaube, jeder, der gerade zuguckt, hat, wenn er schon mal eine Möhre gegessen hat, sich verschluckt. Also mir ist es schon einige Male passiert. Das ist ein ganz klassisches Lebensmittel, was man zerkaut. Ganz viele kleine Bröckchen entstehen und dann schluckt man runter. Es bleibt noch irgendwo eins hängen und dann atmet man tief ein und es kommt in die falsche Röhre und man hustet sich halb kaputt. Genau, ich glaube, Sie haben vielleicht auch schon mal durchgelesen, was so als Beispiele sind für diese einzelnen Stufen und dann einfach, wenn die Logopäden mit dem Patienten üben, dann sagen die irgendwann, sie haben vorhin gesehen, das erste Video, der Patient konnte schon sehr gut schlucken, dann konnte man sich ja vielleicht sogar schon angepasste Normalkost geben, das war ja schon irgendwas, wo er kauen musste und beim anderen Patienten, das war noch nichts, da wäre wahrscheinlich noch gar keine Freigabe zur Kost. Und wenn der das dann irgendwann schafft, diesen Speichel da wegzuschlucken und eben diesen nicht in die Lunge zu bekommen, dann könnte man im Endeffekt mit der ersten Stufe anfangen, dass er langsam mal so ein bisschen Fruchtsuppen und so eben zu sich nimmt und würde sich dann langsam hocharbeiten. Genau. Und noch als allerletzten Punkt ist es natürlich auch der Fall bei Patienten, die einfach nicht gut schlucken können und das auch auf längere Zeit. Das sind häufig auch neurologische Patienten oder auch Patienten in unserem Fachbereich. Ich habe gerade schon bei dem Zenker-Divertikel darüber gesprochen mit einer Magensonde. Muss man manchmal eben auch die Patienten über eine gewisse Zeit mit künstlicher Ernährung ernähren. Und da gibt es, wenn es quasi absehbar ist, dass die Zeit, ich sag mal,
jetzt so Pi mal Daumen, so circa vielleicht so 14 Tage kann man das mal machen, schon ganz schön lange, aber kann man das mal über eine Magensonde machen, wenn man weiß, dass bis dahin der Patient sich so weit erholt hat und wieder normal selber schlucken kann, dann legt man eine Magensonde ein, die geht über die Nase und ist ein kleiner Schlauch, der eben einmal in den Magen führt, dann kann man darüber eben Sondenkost zuführen und der Patient muss im Endeffekt nur seinen Speichel schlucken und hat sonst quasi kriegt sonst die Energie über diese Sondenkost einfach direkt in den Magen eingebracht. Dagegen gibt es noch, das sieht man hier auf der rechten Seite und ich finde, das gehört einfach zur Schluckproblematik mit dazu. Das ist ganz wichtig, gerade in unserem Fachbereich kriegen sehr viele Patienten bei uns so eine PEG-Sonde, also eine quasi über die Haut eingebrachte Sonde, die ist quasi am Bauch, sieht man das, ein kleiner Schlauch, was bei uns auch die Kollegen der Gastroenterologie hier im Haus eben machen, das mit einer quasi Magenspiegelung und dann würde man eine Magensonde direkt über die Bauchdecke einführen und das ist sehr gut, weil natürlich diesen Schlauch, mit dem kann man jetzt nicht dauernd rumlaufen und das kann man auch nicht für immer tolerieren und diese PEG-Sonde, die kann man ganz lange am Bauch lassen und das ist gut, weil im Endeffekt kann man darüber Sondenkost zuführen, aber muss es nicht. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz toller Faktor an dieser Möglichkeit, weil im Endeffekt, das sind bei uns Patienten, die kommen an und sagen, Mensch, ich kann noch schlucken, warum soll ich dieses Teil bekommen? Und dann sagen wir, ja, genau, Sie können schlucken, weil wir haben den Krebs gut rausbekommen, wir haben das alles gut operiert, Sie kriegen jetzt aber vielleicht nach dieser Behandlung bei uns noch eine weitere Behandlung, nämlich eine Bestrahlung des Halses. Und wenn dieses Tumorbett im Endeffekt bestrahlt wird, kann es mal sein, dass das Gewebe dort sich entzündet oder sich ein Pilz entsteht oder anschwellt oder sonstiges. Und dann sind sie froh, wenn sie nicht essen müssen, weil es ihnen so wehtut. Und dann können sie sich in der Zeit über die Bauchdeckensonde sich eben Nahrung zuführen. Das ist sehr komplikationsarm, dieses Ding anzulegen. Und man kann es auch ohne Probleme wieder entfernen. Und das ist dadurch kaum mehr wegzudenken aus unserem klinischen Alltag, eine ganz tolle Möglichkeit, darüber die Patienten eben ordentlich mit Energie zu versorgen, weil die brauchen sie gerade bei Tumorerkrankungen, weil das natürlich extrem zehrend ist für den Patienten. In Ordnung, ich bin jetzt soweit mit meinem Vortrag durch. Ich habe hier nochmal die Literaturquellen, die sind jetzt auch so ein bisschen abgeschnitten. Genau, und habe auch die Bildquellen hier nochmal eingefügt, dass Sie das nochmal sehen. Und dann würde ich erstmal mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und würde zu den Fragen übergehen. Und ich sehe schon direkt die erste Frage von einem Zuhörer. Und zwar wird gefragt, ob so eine PEG-Sonde auch selbst versorgt werden kann. Selbstverständlich. Das ist im Endeffekt die Magensonde, die wird eigentlich eher im Krankenhaus eingelegt und wird hier im Krankenhaus quasi versorgt. Die PEG-Sonde ist so toll, weil sie im Endeffekt auch zu Hause vom Patienten selbst versorgt werden kann. Manchmal kriegt man schon bei uns ist es die Regel, weiß nicht, wie es in anderen Häusern ist, wird es hier von unseren erfahrenen Pflegern und Pflegerinnen auf Stationen, werden die Patienten schon eingewiesen, wie das funktioniert. Es gibt Patienten, die können das nach einem Tag perfekt und das sieht aus, als hätten sie nie was anderes gehabt. Es gibt aber eben auch den Fall, dass die Patienten damit nicht so richtig zurechtkommen, auch Angst davor haben, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt, aber jeder ist da eben anders. Und da besorgen wir manchmal eben für die Patienten, wo es noch nicht so richtig auf Anhieb klappt, eben auch mal einen Pflegedienst, der dann zum Patienten nach Hause kommt, der eben dann auch noch mal etwas länger dem Patienten auch in seinem häuslichen Umfeld dabei hilft. Und der Patient kann dann im Endeffekt glaube ich, eigentlich kaum einen Patienten, der auf Dauer einen Pflegedienst bei sich zu Hause hat. Die meisten wollen es dann auch irgendwann alleine schaffen, außer sie haben insgesamt auch andere körperliche Einschränkungen. Genau, dann hätte ich hier noch die nächste Frage, ob es verschiedene Geschmacksrichtungen gibt, jetzt bei Sondenkost. Die gibt es tatsächlich, da gibt es auch verschiedene, gibt es auch vegane Kost im Endeffekt und also vegetarische Kost und ganz verschiedenes. Man muss sagen, der Geschmack ist schon entscheidend, weil es kann mal sein, dass man im Endeffekt auch im Laufe des Verdauungsprozesses eben auch merkt, dass sich das auch mal was aufsteigt. Es kann auch mal unangenehm sein. Da gibt es auch Patienten, die sagen, oh, das mag ich nicht nochmal so gerne haben. Da gibt es aber ganz verschiedene. Und es gibt im Endeffekt auch synthetisch hergestellte Sondenkost, die manchmal auch für Patienten mit chronischen, entzündlichen Darmerkrankungen etwas besser zu vertragen ist. Und die manchmal auch angereichert sind mit gewissen Stoffen, die die Patienten vielleicht insbesondere brauchen. Wir haben ja viele Patienten, die auch Alkoholiker sind zum Beispiel und
ja, längere Zeit sich vielleicht nicht normal ernährt haben und dann eben auch einige Vitamine brauchen und die brauchen dann einfach auch so Kost, wo ein paar mehr Vitamine drin sind. Es gibt aber auch ganz normale so Hip-Sondenkost, wie man beim Baby im Endeffekt sich Brei gibt, ist das einfach bloß dünnflüssigerer Brei, eben extra für Sondenkost hergestellt, was man dann eben einlaufen lassen kann, wo man auch genau sehen kann, was es ist, weil man natürlich manchmal auch sehen möchte, was esse ich denn jetzt da eigentlich heute? Dann habe ich hier noch eine nächste Frage. Ja, richtig. Ich habe hier noch die nächste Frage von einer Patientin, die fragt, dass sie ein Problem hat, dass das Essen gefühlt auf halber Höhe stecken bleibt und dass es für sie sehr schmerzhaft ist und das nur durch Nachtrinken gelöst werden kann. Richtig, also ich muss dazu sagen, ich mache hier heute diesen Vortrag, um mal einen groben Überblick zu geben. Das ist aber natürlich sehr individuell bei jedem Patienten unterschiedlich. Und in diesem Fall kann ich Sie nur herzlich zu uns in die Klinik einladen, uns hier einmal zu besuchen und dass wir das uns einmal angucken. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann zum einen einfach mal eine Weiterleitungsproblematik sein, dass einfach dass quasi die muskulären Strukturen vielleicht nicht so richtig arbeiten. Es kann auch mal so ein Zenker-Divertikel, also so eine Aussackung, die muss nicht so groß sein wie das, was Sie vorhin gesehen haben, sein, aber dass im Endeffekt dort dieser Speisebrei hängen bleibt und das eben so ein bisschen unangenehm ist und wehtut und nur mit Trinken quasi das so ein bisschen auswaschen kann, diesen Bereich. Aber das ist jetzt sehr schwer von außen das beurteilen zu können, das muss man sich dann genauer angucken. Also Sie sind herzlich eingeladen. Man muss dazu sagen, wir haben hier im Haus natürlich auch eine Gastroenterologie, also die Kollegen, die sich auch die Magenspiegelung machen, die nochmal die Speiseröhre auch nochmal ein bisschen spezieller auch mit angucken können. Da finden wir für jeden im Endeffekt eine Lösung und finden auch, wenn es da einen Krankheitswert hat, finden wir auch, woran es liegt. Genau, ich hoffe, die Frage wurde jetzt soweit beantwortet. Genau, sonst schreiben Sie noch mal was dazu. Ja, hier wird noch einmal bedankt. Vielen Dank für dieses Feedback. Ich habe hier noch eine letzte Frage von einer Patientin, die geht ein bisschen länger. Ich muss sie einmal kurz durchlesen. Einen kurzen Moment. Ah ja, das ist ein wichtiger Punkt. Genau, ihr schreibt gerade eine Patientin, dass ihre Mutter einen Schlaganfall entwickelt hat. Das tut mir schon mal leid, das ist doof, aber dass es der Mutter anscheinend schon wieder etwas besser geht und dass sie sich mittlerweile, dass sie wach ist und von selber atmet und eben mit dem Schlucken Probleme hat. Das ist gut, dass Sie heute hier bei diesem Vortrag mit zuhören. Und jetzt dort aber im Raum steht von den Ärzten, das ist anscheinend sehr aktuell, dass jetzt ein Tracheostoma angelegt wird. Darauf bin ich jetzt nicht eingegangen. Ich danke Ihnen vielmals für diese Frage. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Tracheostoma, für alle, die damit nichts anfangen können, ist im Endeffekt ein, gerade es trifft perfekt, das ist quasi das Ding, was der in der HNO, wofür wir zuständig sind, dass am Hals im Endeffekt ein kleiner Schnitt gemacht wird und ein Loch zur Luftröhre quasi, ein künstliches Loch entwickelt wird. Und ich denke, ich bin jetzt da nicht in diesem Fall drin und habe jetzt keine näheren Informationen, aber ich denke, dass Sie haben ja geschrieben, dass Ihre Mutter nicht so ordentlich schlucken kann. Wir sprechen, oder ich habe jetzt primär, ist vielleicht ein bisschen missverständlich gewesen, jetzt die ganze Zeit über Nahrung und Flüssigkeiten gesprochen. Es geht aber eben auch um Speichel und den Speichel, der wird die ganze Zeit produziert und der läuft eben immer im Mund zusammen und muss irgendwo hin transportiert werden. Und klar kann man den nach außen rausspucken, aber es ist auch im hinteren Bereich und ein gewisser Teil lässt sich nicht vermeiden, läuft immer nach hinten. Und wenn das Schlucken nicht gut funktioniert aufgrund eines Schlaganfalls und da auch in nächster Zeit keine großen Schritte zu erwarten sind, dann hat der Patient oder die Patientin, jetzt in ihrem Fall ihre Mutter, ein sehr hohes Risiko eben, dass dieser Speichel eben in die Lunge läuft. Und das ist ein ganz großes Problem und ein nicht zu missachtendes Problem, weil wenn der Speichel in die Lunge läuft, kommt es eben mal ganz schnell zu einer Lungenentzündung. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele alte Menschen da draußen mit einer Lungenentzündung herkommen, weil es gibt eine Presbyphagie, also quasi eine Schluckstörung im Alter. Habe ich Ihnen ja vorhin erzählt, dass das sehr viele alte Menschen betrifft. Und das ist ein ganz häufiger Grund, dass aufgrund dieser Schluckstörung, die im Alter
uns alle eigentlich irgendwann trifft, dass es dann irgendwann dazu kommt, dass auch mal Speichel aspiriert wird, also eingeatmet wird oder eben auch Nahrungsbestandteile, die kommen in die Lunge, die sind mit Bakterien besetzt. Sie können sich vorstellen, Speichel ist voller Bakterien, es kommt zu einer Lungenentzündung und ein alter Mensch mit einer Lungenentzündung ist sehr, sehr schlecht und versterben extrem viele Menschen dran. Und worauf ich jetzt eingehen möchte, ist, bei Ihrer Mutter ist es jetzt natürlich der Fall, dass dieses Traustoma angelegt wird, um die Luftröhre im Endeffekt zu sichern. Da ist im Endeffekt eine Kanüle kann eingelegt werden, da ist ein kleiner Ballon unten dran, der Ballon kann aufgepustet werden, damit ist die Luftröhre gesichert, sie kann ganz normal darüber atmen und wenn sie das nicht schlucken kann, kann der Speichel oben drüber stehen und kann abgesaugt werden und es kann langsam mit der Patientin geübt werden, diese Schluckfunktion wieder zu verbessern. Und auch da möchte ich nochmal ganz wichtig sagen, dass so ein Tracheostoma ist natürlich ein extremer Einschnitt, dass da plötzlich hier vorne eine Kanüle aus dem Hals guckt und man kennt das immer nur von ganz schwer kranken Patienten und sieht immer ganz furchtbar vielleicht erstmal aus, ist aber nur halb so schlimm, wie es immer aussieht und es ist ein Eingriff, der auch wieder nur von einer gewissen Zeit sein muss. Also im Endeffekt kann es gut sein, das hoffe ich sehr für Ihre Mutter jetzt in dem Falle, dass sich von dem Schlaganfall so erholt, dass die Schluckfunktion mit guten Logopäden so verbessert wird, dass das Schlucken irgendwann wieder so funktioniert, dass sie nichts in die Lunge bekommt, dann kann man diese Kanüle wieder rausnehmen, kann das Loch kleiner schrumpfen lassen oder eben auch wieder chirurgisch zumachen und es verbleibt vielleicht noch eine kleine Narbe hier. Genau das Gleiche ist bei den Patienten mit dieser Bauchdeckensonde. Die kann man ganz lange drin behalten, die kann man aber auch nur ganz kurz, eben in der Zeit quasi, wo man sie braucht, bleibt sie drin, danach wird sie gezogen und das Thema hat sich dann eigentlich erledigt. In Ordnung, ich gucke noch einmal, ob es hier noch weitere Fragen gibt, aber genau, außer netten Feedback, vielen Dank, nichts mehr. Dann hoffe ich, perfekt, vielen Dank, auch da nochmal. In Ordnung, dann hoffe ich, dass Sie etwas gelernt haben bei diesem kurzen Vortrag heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.